Wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Ich möchte dich einladen, deine Bibel aufzuschlagen im Matthäus-Evangelium Kapitel 9. Wir lesen ab dem zweiten Vers. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen war niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer als es auf Erden möglich war. Dann erschienen Elia und Mose und fingen an, mit Jesus zu sprechen. Rabbi, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus. Wir wollen dir 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redete. Denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, und auf ihn sollt ihr hören. Als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwunden, und nur Jesus war noch bei ihnen. Jesus, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, Herr, und dass deine Gnade und deine Barmherzigkeit sich erneuert haben über unser Leben. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du zu uns sprichst und dass wir heute verändert von hier rausgehen können. In Jesu Namen. Amen. Das Thema von heute sind Höhen und Tiefen. Wir zu Hause, ich habe mir was eingeführt, dass ich und meine Frau, wir fragen einander: Wie war dein Tag? Was waren die guten Sachen und die schlechten Sachen? Und was ist heute Gutes passiert, was ist nicht so Gutes passiert? Um einfach den Dialog zu fördern, machen das natürlich wir heute auch mit unseren Kindern. Unser David, wenn er von der Schule kommt, dann fragen wir: Was ist heute Gutes passiert? Was ist heute Schlechtes passiert? Wie geht es dir? Und ist es nicht so, dass wir in unserem Alltag ganz oft sehr viele negative Dinge erleben, sehr viele Sachen, die nicht immer so gut sind? Wir würden ja am liebsten nur gute Neuigkeiten haben und dass alles immer gut und gut und gut läuft. Aber der Alltag, der hat uns beigebracht, dass es nicht so ist. Und da muss ich immer an ein Fitnesscenter denken. Ich bekomme keine Ausdauer oder körperliche Konditionen, wenn ich nur zu Hause bleibe und esse. Sondern um Kondition zu bekommen, um Muskelmasse zu bekommen, muss ich Gewichte heben, muss ich laufen, muss ich auf dem Laufband laufen, muss ich schwitzen, bin ich dann wahrscheinlich für 2 bis 3 Tage mit Muskelkater. Aber genau solche Momente, solche Situationen, die mich ziehen, die mich pushen, die machen mich stärker. Und im Leben ist es genauso. Wenn wir uns in tiefen Momenten befinden, dann verstehen wir es oft nicht oder wir würden am liebsten nicht in diesem Moment sein. Aber im Nachhinein merken wir, wie sehr wir gewachsen sind. Und das ist eine Herausforderung, die wir Christen haben. Wir müssen lernen, in solchen Tälern zu sehen, dass das Möglichkeiten sind, um mit Gott und im Glauben zu wachsen. Wir sehen hier die Jünger. Und wenn du etliche Kapitel vorher siehst, dann siehst du, dass sie gerade einen schweren Moment durchmachen. Petrus insbesondere, er wurde kurz vorher von Jesus erwidert. Sprich, kurz vorher im Kapitel 8 kam Jesus zu Petrus und sagte: Weiche von mir, Satan! Also das ist nicht unbedingt ein guter Moment. Ja, wenn man von seinen Eltern, von seinem Geschäftsführer oder seinem Chef oder von seiner Frau, egal wer, von seinen Freunden, wenn man ermahnt wird, wenn man erwidert wird, das ist nicht unbedingt ein guter Moment. Und es führt noch dazu, dass er erzählt den Jüngern, dass er sie verlassen wird, dass er nicht mehr bei ihnen sein wird. Also musst du dir die Jünger verstehen. Die Jünger, sie haben alles stehen und liegen gelassen, um Jesus zu folgen. Sie haben ihren Arbeitsplatz losgelassen, sie haben Familie losgelassen, sie haben alles losgelassen, was sie verstehen in der damaligen Zeit, was gut war für ihnen und für ihre Zukunft. Das haben sie alles losgelassen und sind Jesus gefolgt. Und Jesus kommt jetzt zu ihnen und sagt ihnen: Ich gebe. Adieu. Servus. Ich habe die Ehe. Sie begreifen nicht in ihren Köpfen, was Jesus damit meint und wie groß dieses was da kommt, ist. Sie befinden sich in einem Moment der Not, wo sie sagen:
was passiert als nächstes? Was für eine schlechte Nachricht kommt denn jetzt? Ich kann mir Petrus vorstellen. Er befindet sich mitten unter den Jüngern in dieser Situation und eine schlechte Nachricht hinter der anderen und er ist gerade nicht in einem guten Moment. Er ist in einem Moment, wo er sagt, hat sich das gelohnt? Mann, ich möchte ja gern mit meinem Temperament dir folgen, aber... Und Jesus nimmt sich die drei und geht mit ihnen auf den Berg. Eine Überlieferung sagt, dass es der Berg Hebron ist. Und als sie oben auf dem Berg ankommen, sagt uns das Wort, dass plötzlich verändert sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß. Ich liebe dieses strahlend weiß. Weißer, als es auf Erden möglich war. Ich muss mich immer erinnern, wenn ich und meine Brüder, wir uns irgendwas Weißes gekauft hatten, eine Hose oder so, dann kam meine Mama, nein, das kann man nicht waschen, das geht doch nicht, Jungs, ihr seid Jungs, weiß, Jungs, nein. Und das Wunderbare an diesem Text, was mich so verherrlicht, ist, es ist das einzigste Mal, wo ich sehe, wie Jesus im Neuen Testament sich verherrlicht oder wie der Sohn Gottes sich vor Menschen verherrlicht. Er zeigt einen Glanz, er zeigt sich von seiner ganz anderen Seite. Jesus kommt gerade von einer Zeit von Wundern, wo er Menschen geheilt hat, wo er Essen vervielfacht hat, wo er einen Blinden kurz vorher geheilt hat. Er kommt aus seinem Dienst und wo ich meine Aufmerksamkeit habe, ist, dass je größer sein Dienst wird, desto mehr Zeit nimmt er sich im Privaten, um gestärkt zu sein für das, was ihn erwartet. Und er auf diesem Berg, er verherrlicht sich. Und der Petrus, der ist gerade in einem Low-Moment, in einem Tal. Gerade geht es ihm nicht gut. Und er ist ja eh so ein temperamentvoller. Und was jetzt? Und wieso? Und auf einmal sieht er das Ganze. Und dann meint er so zu Jesus, Rabbi, wie wundervoll ist es, dass wir hier sind. Ja, er sieht Moses, er sieht Elia, Jesus. Und er sagt, hey, Jomo, alles cool. Ja. Na, Elia, coole Haare. Und er ist auf einmal so verherrlicht, dass er sagt, lass uns hier bleiben. Du, Jesus, lass mich irgendwas bauen für dich. Lass uns doch hier für immer bleiben. Und weißt du, ich sehe in diesem Text Schritte, die wir als Christen gehen müssen, um ein erfolgreiches Leben mit Jesus und mit dem Glauben zu leben. Ist, wenn wir uns in einem Tief befinden, in so einem Tal, dann müssen wir auf den Berg und Jesus, den verherrlichten Jesus, kennenlernen. Wir müssen so lange auf diesem Berg bleiben, bis wir Jesus verherrlicht sehen. Weil dann sind wir überwältigt, dann sind alle unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Probleme, die sind dann irrelevant, weil es uns nur um den Glauben und die Gemeinschaft mit Jesus geht. Heute frage ich jeden Abend meinen Kindern, wenn sie schlafen gehen, was ist das Wichtigste im Leben? Und sie wissen es, es ist mit Jesus zu gehen. Doch der Petrus genau in diesem Moment, genau in dieser Pointe von dem Berg, von der Berggeschichte, der möchte etwas tun. Lass mich etwas bauen, lass mich irgendetwas machen für dich. Jesus, ich möchte was machen. Dabei geht es nicht darum, was wir tun können, sondern es geht darum, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Wir brauchen, besonders in unseren schweren Situationen, die Zeit, um Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Quality-Zeit, Qualitätszeit, wirkliche Zeit. Kennst du dieses Gespräch mit der Person, die du am meisten liebst? Und wenn du das Handy auf Flight-Modus hast, alles ist ausgeschalten, Kinder schlafen, man schaut sich in die Augen und man redet miteinander und man hört einander zu. Ja, wie findest du das? Ach wirklich, lass uns das doch anders machen. Und man redet und redet, Quality-Zeit. Und wir brauchen diese Qualitätszeit mit unserem Herrn. Doch wir neigen dazu, dass wenn wir dann eine Begegnung mit Gott haben und wir sind aufgetankt am Sonntag, dann möchten wir irgendwas tun, irgendwas machen. Wir müssen lernen, mit Gott einfach zu gehen. Einfach ein Zeugnis zu sein in unserem Leben. Ich habe letzte Woche einen Flieger nehmen müssen. Und drei oder vier Flieger vor mir, die wurden gecancelt. Das heißt, es waren ungefähr 400 Menschen an dem Steig, ja? An dem
bei dem Check-in. Und das war ein Radau und Geschimpfe hin und her. Aber die Leute vom Check-in-Schalter, die waren alle frei. Also man konnte mit ihnen reden. Dann bin ich hingekommen und ich so, hey Madame, ja, wie sieht's denn aus? Sie so, ja, wir haben einen Flug demnächst, möchtest du da rein? Ich so, ja, bitte. Ja, während die ganzen Leute an und untereinander mecken, was das für ein Absurd sei, ja. Dann hat sie mich da eingecheckt und sie so, ah, danke Daniel für alles, was du machst. Sie hat mich und meine Frau erkannt. Sie hat gemeint, euer Lobpreis, der segnet uns hier im Check-in-Schalter den ganzen Tag, besonders an Tagen wie diesen. Und dann schaue ich an, sehe ich halt ihren Flight Supervisor, wie sie mich alle anwinken und Segen aussprechen. Gott segne dich, gute Reise, der Herr ist mit dir. Und ich habe mir gedacht, genau für sowas mache ich das. Ich möchte ein Segen sein. Überall, wo ich hinkomme, überall das, was ich tue, ich möchte einfach ein Segen sein. Und meine Aufforderung an uns heute ist es, wenn wir uns in diesem Tal befinden, suche Gott, habe Gemeinschaft mit Gott. Aber es ist wie in einer Freizeit, wenn wir ankommen und alles ist schön und die Freizeit läuft und man möchte am liebsten nicht weg. Ja? Sammel dir Kraft, um ein Segen zu sein, auf deinem Arbeitsplatz, zu Hause, egal wo der Herr dich hinruft. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns Kraft gibst. Und dass du uns segnest an diesem Morgen, dass wir gestärkt hier rausgehen wissen, dass derjenige, der das gute Werk in unserem Leben begonnen hat, treu und gerecht ist, es auch zu vollbringen. Der Herr segne dich in Jesu Namen. Amen!